Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chucky. It's time to play Guild Wars. Hier ist Ihr Gastgeber Chucky. Sie können ihn daran erkennen, dass er die linke Titte von diesem Charakter ist. Verdammt, das ist das falsche Links. Aber ist ja egal. Ja, wir sind hier in dem schönen Ranmusu-Gärten. Man sieht sehr schöne Kirschblütenbäume. Ich denke mal, dass das welche sein sollen. Und ja, ich werde gerade gefragt, ob ich Hilfe brauche von einem meiner Abonnenten. Ich stotter gerade sehr viel. Ich weiß aber auch nicht wieso. Ja, gut. Ich habe länger keine Videos mehr gemacht. Das lag daran, dass ich ein bisschen Langeweile hatte an GW und mir war eine Zeit lang krank und Schule und GW war halt langweilig und hatte andere Spiele und ja. Verdammt, jetzt habe ich auch gehört, mit meiner schönen Nachrichtensprecherstimme zu reden, aber ist ja jetzt egal. Wenn... Ja... Was mache ich denn jetzt? Genau, wir sind fast Level 8. Uns fehlt... Moment... Verdammt, jetzt habe ich den Befehl vergessen. Ist ja egal. Und... Okay, ist ja jetzt egal. Auf jeden Fall hat mir gerade jemand seine Hilfe angeboten, wie ich gesagt habe. Glaube ich, hoffe ich. Einer meiner Abonnenten, Freunde in YouTube. Und irgendwie kommt er da nicht hin, wo ich gerade bin. Ja. Auf jeden Fall, wir sind fast Level 8. Wir haben eine Primärquest, die Tengu-Wan. Das sind so kleine Vogelviecher. Ja, die leben hier auf der Insel. Und ja, Meister Togo möchte halt, dass wir zum Adlerhorst gehen. Und da wohnen dem Anchu-Tengu-Dorf. Da wohnen diese Tengus, die guten Tengus. Und ich werde von irgendwelchen komischen Leuten eingeladen. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Jedenfalls, ja. Achso, ich denke mal, das wird er sein. Ja, Tatsache. Alles klar. Jetzt dürfen wir schön die Tengu-Wan gehen. Ja. Das ist halt... Scheiße. Agamemnon. Verdammt, der Name kommt mir aber bekannt vor. Agamemnon. Egal, ich nenne ihn Hannibal. Weil er heißt eigentlich Hannibal Lecter, sein Monk. Und, schön, jetzt werde ich schön von irgendwelchen Wannabe-Pros verarscht, der gemeint, dass das ein Derwig sein soll. Ist klar. Keine Ahnung, was das sollte jetzt von dem einen. Jetzt werde ich mal wieder in eine Gilde eingeladen. Ja, ich habe seit neuestem keine Gilde, da ich ja inaktiv war. Ich habe nix, nein, null, nix, nada, keine Gilde. Ich habe schon 3 Anfragen gekriegt, alle drei abgelehnt. Beide. Oh Gott. Ja. Und ich denke mal, wir können jetzt hoffentlich los. Wahrscheinlich wartet er nur auf mich. Ja, er wartet nur auf mich. Team. Und ja, Moment, ich muss mal im Licht was machen. Schön meine Nerd Station hier aktivieren. Hat ein paar Probleme, doch nicht. Okay. Gut. Gut. Ja, wir werden jetzt zum Adlerhorst gehen. Zu den Tengus. Sie warnen vor den Befallenen. Vor diesem, ja, komischen Viecher, wozu zu sich Minister Cho verwandelt hat. Warum wir hingehen, weiß ich jetzt nicht.
Jedenfalls. Ja, jetzt fängt wieder die schöne Stillschweigephase an, wo ich eigentlich nichts mehr wirklich labern kann. Oh Gott, dem geht's sonst nicht laut. Viel zu laut. Au, au, au. Was ist jetzt los? Ich schieß besser nicht, oder? Wieso? Ja, wir gehen jetzt einfach mal los. Ach so, er macht 200 Damage, weil er halt schon so weit ist. Feiner Damage, oh, schön. Was macht er jetzt da hinten? Ah, ja, ich recorde schon. Wenn du dieses Video sehen wirst. Ja, ich recorde schon. Der wird sich freuen. Ich bin auf YouTube. Nein, Spaß. Ha, geil. Jetzt schreibt er sogar. Ich freue mich schon. Mann, bin ich gut. Ich kann in die Zukunft sehen, Jungs. Und Mädels. Falls ich überhaupt Mädels habe, die das hier gucken. Ah, verdammt, ist das laut. Da liegt ja was. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da hinten hin. Alles klar. Stimmt, ich wollte ja zeigen, wie man die Linien hier malen kann, damit man so... Schöne, da kann man so wunderbar direkte Befehle geben, wo man hergehen muss zum Beispiel. Da habe ich jetzt auch gerade eine Linie gezeichnet. Ja, das ist eine Kunst für sich. Es gibt natürlich dann auch Leute, die kritzeln dann darauf rummachen, alles versuchen, alles weiß zu machen. Ich habe da mal mitgemacht, ja, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich habe es bisher noch nie geschafft, alles weiß zu machen. Gott, ist das laut. Achso, und wie ihr hört, ist das Headshot und die ganzen Sounds sind weg. Es kommt daher, weil... Warum GZ? Achso, weil ich lieber bin. Ja, es kam jedenfalls daher, dass die einen Patch rausgebracht haben und irgendwie ist da jetzt der Mod futsch. Stört mich aber eigentlich auch gar nicht. Ach, Monsterauge, cool. Und ja... Und da sind schon die ersten Tengus. Ich habe mich immer noch nicht geskillt. So sehen sie aus. Komische Adlerfische. Ja. Wir dürfen jetzt hier hoch. Moment, mal eben. Gehen wir mal eben auf. Kommen, was meine Geister? Kanalisierungsmagie. Packen wir Kanalisierung. Ah, wunderbar. Alles klar. Jetzt dürfen wir mit Zoa Ehrenklaue sprechen. Und ihm sagen, Minister Cho an der Pest gestorben. Ja, jetzt kriegen wir einen von deren Leuten und dürfen einen Befallenen. Die befallene Kreatur, achso, die haben einen Befallenen gesehen und scheinbar getroffen. Er ist abgehauen, der Befallene, und jetzt dürfen wir ihn jagen. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich lese mir nicht eigentlich nie die Questbeschreibung durch. Das ist irgendwie, ja, okay. Kann man natürlich machen, muss man aber nicht. Nein! Nein! Das ist echt einfach mit Level 20ern, muss ich sagen. Also natürlich habe ich jetzt ein Glück dadurch, dass ich auf YouTube jetzt bin und da scheinen mehr Leute drauf zu reagieren. Manchmal hat man auch so Glück, aber ist halt schwer. Ist leichter, wenn man eine Gilde hat, die auch sozial ist. Während ihr unterwegs wart, hat Angel eine Botschaft, bla bla bla. Bla. Todesgefahr. Dorf Kaitan. Okay, zu Fuß. Oder? Oder? Nee. Okay, jetzt machen wir das mal hier eben schneller. Schön Resign eingeben, dann gibt man halt auf, stirbt.